Ein oder andere Sponsor, der sich eh schon mit Handball beschäftigt, sieht hier in Schwerin, was hier möglich ist, welche Möglichkeiten man hier hat, in und um Schwerin quasi Werbung für die Stadt zu betreiben. Ja, es ist, denke ich mal, für den Verein sehr, sehr schwierig, auch wenn wir hier große Mannschaften, Zweitligisten herbekommen im Frauenhandball. Wir haben hier immer noch die erste Postmannschaft, die sicherlich den größeren Teil des Sponsorings hier abzieht, weil da ganz einfach dann auch die finanzielle Kraft der einzelnen Unternehmen ganz einfach fehlt, um das Ganze zu stemmen und um die ganzen Vereine wirklich so zu fördern, wie es eigentlich nötig wäre. Ja, aber jetzt können wir noch nach 10, fast 11 Minuten in der zweiten Halbzeit durchaus resümieren. Das ist eine gute zweite Halbzeit, die wir hier sehen von der zweiten Mannschaft des SV Grün-Weiß-Spreen. Wenn ich richtig zusammengezählt habe, steht es bisher 2:3. Und der Pfostentreffer von Caroline Bisselberg. Und ich glaube, mit 2:3 in der zweiten Halbzeit kann man nach 10 Minuten auf der zweiten Seite von Grün-Weiß-Spreen 2 durchaus zufrieden sein. Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn man sich die erste Halbzeit anguckt und die zweite Halbzeit, ist ja auf jeden Fall eine sehr große Steigerung vonstatten gegangen. Man wird sicherlich in der Kabine so die richtigen Worte gesagt haben, vertraut an euch, auch wenn das der ältere Jahrgang ist, gegen den ihr spielt. Die kochen auch nur mit Wasser. Ja, das war jetzt 3 € fürs Phrasenschwein, würde ich sagen. Und in dessen das Tor für die erste Mannschaft von Grün-Weiß-Spreen, Lisa Eisenbrot, Eichenbrot mit dem 3:18. Sicherlich, aber und auch die Mädchen sind natürlich durch die Schule gegangen, durch das Lehrjahr E2. Und die haben letztes Jahr schon genauso gespielt und die haben nur ein Jahr Zeit gehabt, sich zu entwickeln. Und das ist nichts, was ihr nicht auch könntet. Wobei ich sagen muss, ich habe die E1 ja schon im letzten Jahr ein bisschen mehr angeguckt und da stand die Mannschaft genau an dem gleichen Punkt wie jetzt die E2 und ich muss sagen, was sie jetzt rausholen in diesem einen Jahr ist für mich, sie stehen, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, auf Tabellenplatz 1 in der Spielunion. In der Spielunion, ja, richtig. Und da muss man sagen, das ist einfach dann auch ein bisschen der Alter. Man merkt in diesem Alter ganz einfach dann auch schon ein Jahr Unterschied. Das ist schon zu merken, ganz einfach. Das ist alleine, das haben wir jetzt gesehen, Caroline Bisselberg. Jetzt gibt es die Auszeit von Grün-Weiß-Spreen 2. Das ist natürlich eindeutig zu merken. Allein ja, ein Jahr lang öfter den Ball fangen, was für eine Sicherheit man bekommt beim Fangen des Balls. Aber trotzdem, wir schauen, auch wenn wir jetzt Auszeit von E2 haben, gucken wir mal rüber zur E1. So ganz zufrieden sieht das nicht aus. Aber doch eindeutige Worte gesucht, dass man nicht zufrieden mit der zweiten Hälfte. Ja, auf der E2-Seite sieht man, dass dann das Ganze ein bisschen ruhiger angeht. Die Bankspielerinnen haben sich hingesetzt. Mit dem Trainer zu. Nur Kleinigkeiten, was es da zu korrigieren gilt. Jetzt gilt es auch nochmal ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Ein bisschen den Rhythmus der Gegner zu brechen, um das gute Ergebnis in der zweiten Halbzeit nicht zu trüben. Dadurch, dass es halt jetzt doch etwas höher ausfällt, weil einem am Ende etwas die Kraft vielleicht auch ausgegangen ist. Und jetzt nach so einer Auszeit geht das dann wieder bei 0-0 los. Und dann schauen wir mal, wie es geht.
Wobei ich sagen muss, wenn man mal die zweite Frauenmannschaft, um mal auf ein anderes Thema zu kommen, betrachtet, Steffen hat nicht so viel Glück mit seinen Auszeiten. Wir hatten gestern, nach 25 Minuten hat er dann die erste Auszeit genommen und danach gab es dann noch 2 7-Meter, die wir dann verwandelt haben. Also von daher, Auszeiten sind auch nicht unbedingt immer förderlich. Nein, wir haben das gerade im Erwachsenenbereich, haben wir das viel beobachtet in dieser Saison, dass die Auszeit für die eine Mannschaft einen Vorteil für die andere Mannschaft gab. Und die Chance jetzt für Vera Ludmann, ihren zweiten Treffer zu markieren, gelingt leider nicht. Es bleibt beim 3:19. Da haben wir eben auch schön gesehen, dieses kindliche Gemüt, wie sie sich ärgert, dass es nicht geklappt hat. Und der Trainer fragt, sag mal, wo ist eigentlich dein Gegenspieler? Nein. Ja gut, die Übersicht, die kommt nachher mit der Zeit. Das wird hier bei Grün-Weiß entwickelt, dass die Spieler dann auch gucken, wo ist der Spieler, an wen muss ich mich richten, wo muss ich hin. Und ich denke mal, da machen sie auch ganz gute Arbeit. Ah, da hätte sie den Schritt selber gehen können. Hat sie sich nicht getraut? Weiter! Da jetzt muss sie abspielen, sonst technischer Fehler. Hat sie Glück, den Ball wieder bekommen. Ja, die E1 hat das jetzt sehr gut zugestellt. E2 findet da keinen Weg durch. Fuß mit lässt den Vorteil laufen. Jetzt wird passives Spiel angezeigt. Das habe ich im E-Jugendspiel auch noch nicht gesehen. Das heißt, der Abschluss muss gesucht werden. Und dann läuft der Konter und der Treffer. Für Charlotte. Ich denke auch, das müssen die jungen E-Klasse-Spielerinnen noch lernen, dass es auch irgendwann zu einem Abschluss kommen sollte und man nicht einfach nur den Ball von einem Spieler zum anderen spielen sollte. Sicherlich sind da die Ansetzungen, die Zeitvorgaben ein bisschen anders als im größeren Bereich. Da wird man den Spielerinnen ein bisschen mehr Zeit lassen, um sie da zum Abschluss kommen zu lassen. Das haben wir eben, wie gesagt, das ist der Bereich, ich habe das im Jugendbereich in Höhen wie E-Jugend noch überhaupt nicht gesehen, dass man passives Spiel angezeigt wurde. Und daran merkt man einfach, sie hat auch sehr, sehr lange laufen lassen. So, und jetzt die Nummer 13, dieser Eichenbrot. Mit dem Treffer, zum 3:21. Und auch hier, das wird auch fleißig durchgewechselt auf der Seite von E2. Und jetzt kommt Charlene Sperling ins Spiel. Die ist ganz leicht zu erkennen. Da sehen wir vielleicht nachher nochmal. Das ist die mit den violetten Schuhen. Die finde ich auch faszinierend, muss ich sagen. Was es in dem Bereich schon für Unterschiede gibt. Und jetzt 7 Meter für die E1. Sicher verwandelt. Männerli Kessler. Zu 3. Für die. Und jetzt hat die E2 mal die Chance. Da traut sie sich nicht, den Weg zu Ende zu gehen und zu werfen. Aber schön gespielt und jetzt gibt es Freiwurf, auch wenn mehrere dafür 7 Meter plädiert haben. Das habe ich ähnlich gesehen, aber
Aber es ist von hier auch schwer zu sehen, ob sie da im Kreis steht oder nicht. Und da sieht man gut die Ersatzbank von der Erstmannschaft von Grünwald Schwerin. Als Team noch völlig dabei, da wird gesungen, da wird angefeuert. Sie haben Spaß bei ihrem Sport und das ist ganz schön zu hören. Und wenn Sie das Zuschauer jetzt leider nicht so hören können. Und das Tor für die zweite Mannschaft des SV Grünwald Schwerin, Daria Rosau mit dem 4:22. So, jetzt gehen wir in die letzte Minute dieses Spiels, was auch recht eindeutig abgelaufen ist. Trotzdem wollen wir da festhalten, die Entwicklung geht voran beim SV Grünwald Schwerin. Die zweite Halbzeit der E2 deutlich besser als noch die erste. Ich denke mal, diese Mannschaft wird auch eine sehr gute Entwicklung haben. Und da gibt es sogar noch das Tor. Durch Carla Hannemann. Ja, ich würde sagen, erste Halbzeit ein Tor, zweite Halbzeit vier Tore. Das sagt eigentlich sehr, sehr viel aus. Das sind die kleinen Dinge, die diese Mannschaft sicherlich stärken sollten. Und ich denke mal, im nächsten Jahr werden wir auch diese Mannschaft ziemlich weit oben sehen. Ja, wir werden das auf jeden Fall beobachten. Wir werden da dranbleiben. Das auf jeden Fall. Und jetzt gehen die letzten Sekunden, 5 Sekunden noch. Und das war's. Und damit endet das Spiel zwischen der zweiten Mannschaft von Grünwald Schwerin und der ersten E-Jugend mit 5:22.